So, dann mal rein hier in die gute Stube. Ach, der Boden, der sieht auch schon da. Gut, also eigentlich, was habe ich denn jetzt wieder verstellt? Also, Entschuldigung, das Rad hat sich verstellt, also ein Stellrad. Das ist halt der Nachteil von so einer, ich sag mal so, Kamera, die auf manuell ausgelegt ist. Aber die geht nicht in Automatikmodus. Oh, die Treppe, die Decke hier, meine ich, die sieht nicht besonders gut aus. So, um sicher zu gehen, dass man auch wirklich alles sieht, habe ich meine waschechte Lampe wieder mal aufgebaut. So hier, ist sehr effektiv, weil man sieht halt einfach alle Etagen mit einmal. Ah, da hinten kann man noch hingehen. Ach so, da hier ist ein bisschen Marsch, also man sollte so hier mittig bleiben, oder? Aber ja, bis auf die sinnlosen Kinderschmierereien hat das Gebäude schon ein bisschen was. Ne? So, das ist alter Flair. Wir hätten heute noch die Möglichkeit gehabt, einen Wohnblock anzuschauen. Das habe ich aber gelassen. Habe ich schon gesehen und es ist auch immer wieder dasselbe Mist. Also hier wird einfach der Boden nur noch durch den Bodenbelag gehalten. So, da hier ist eine Küche. Was passiert, wenn ich jetzt dahin trete? Ja. Nichts. Ja, gut, ich habe es geschafft. Ich bin in, keine Ahnung, soll das Küchenmöbel sein? Und früher haben die das immer noch so ein bisschen nach vorne gebeugt, ne? Da sind die Möbel nicht im Weg und trotzdem passt mehr rein. Und ich weiß nicht, ob man es mitbekommt. Hier ist es heute sehr windig. Also hier der alte Waage. Geil. Und vor allem, hier das da hier ist natürlich wieder. Wo ist der Fokus heute hin? Der spielt nicht mit. Ach, jetzt müsste er hinhauen. Nicht, dass ich gestern schon damit gefilmt habe mit dem falschen Fokuseinstellung. Ich habe extra noch geguckt. Gut. Sibylin. Das gibt es auch noch, oder? Ja, hier der Bereich, das sieht so ein bisschen. Ja gut, das ist hier abgestützt worden mal. Wie so eine, von einer Kneipe oder Gaststätte aus. Ja, das sollte man hochgehen. Gibt es eine Treppe, ja. So, hier ist ein bisschen Grundsicherung. Aber hat nicht viel gebracht. Stromanschluss sieht aber neu aus. Ne? Diese alten Möbel. Junge, also heute ist halt Unwetter. Aber naja, so. Ja, warum? Verstehe nur nicht, wer hier den Fußboden gebraucht hat. Dahinter jetzt. Also es gibt eine Kellertreppe, falls das da hier einkracht, komme ich wieder hoch. Genau, hier ist nämlich, das sieht aber aus wie Stall. Ach, das sind sogar zwei Kellertreppen, hätte auch hier hochgehen können. Ach ne, das ist ein Stahlträger. Naja, der geht. Da haben sie auch Fusch gemacht. Das da hier habe ich vom Fenster aus schon gesehen. Das ist auch auf. Also das hier ist etwas moderner. Das geht sogar noch. Das macht. Ja, das ist vielleicht hier von den Kiddies. Pass auf, wenn das auch noch geht. Ne, der Schalter lässt sich nicht umlegen. Egal. Ja, ich bin jetzt rein. Ich weiß nicht, soll das wirklich ein Scheißhaus sein? Also das Scheißhaus? Ja. Weil es ist hier ganz schön offen. Oder war hier mal eine Wand? Ich weiß auch nicht. So, dann kommen wir hier direkt in die Garage. Gut. Also die Treppen sind meistens sehr stabil. Das ist immer das Letzte, was noch übrig ist. Ja. So, dann müssen wir hier gucken. Es ist ja von unten ein bisschen gestützt worden. Ja, hier ist das Fachwerk. Boden wackelt. Und vielleicht wieder so eine typische Tür ins Nirgendwo. Ich traue mir aber nicht so richtig hier auf den Boden lang zu laufen, aber hier sind auch andere Fußabdrücke, also ja, ein schöner Ofen, aber der, ach doch, der hat hier bestimmt mal gestanden. Die Tür hat gerade geklopft. Ich hoffe, dass man jetzt nicht mehr Windgeräusche hört. Ja, noch ein Schlüssel lang mit Ofen. Ja, auch dieser Lichtschalter. Geil.
hier, ich gehe jetzt nicht weiter in das Zimmer rein, weil der Boden so wellig aussieht. Aber ich muss sagen, kein Schimmel, weil die Zimmer sind ja gut belüftet. Die Tür kommt einem auch gleich entgegen. Oh, da geht es wohl noch höher. So, aufpassen, dass man beim Filmen nicht Obacht auf den Boden verliert. Das ist über den Zustand des Bodens. Ich glaube, die Stützen müssen hier unter dieser Mauer sein. So ist die vielleicht tragend. Ach, die Fenster hier, das sieht aus, wo die Fenster hängen. Oh, nächster Raum. Also hier geht's, kann man auf den Dachboden gucken, aber der sieht auch schon nicht so gut aus. Aber das Dach, ich gucke es mir gleich mal an. Was soll... Au, Kopf. Zum Glück habe ich eine Mütze auf, sonst hätte ich jetzt den ganzen Dreck in den Haaren. Das brauche ich nicht. Dach scheint noch in Ordnung zu sein. Ist auch gut belüftet hier, wie man sieht. Ne? Da liegt sogar noch der Kram. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Finger ranzoomen kann, um das so hier noch ein bisschen besser zu sehen. Aber ich will hier nicht oben rumlatschen und es sieht aus. Ich bin auch zurück. Ich sehe gerade, dass da hier diese Balken, also es wurde mal nachträglich etwas stabilisiert wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wem das Ding gehört oder... Ich weiß nicht, sieht man das, wie das shift. Und an einem dieser Fenster muss so eine... Wie heißen diese Klappen, die man halt außen drum hat? Weiß ich nicht mehr. Der Boden ist hier schief. Mal sehen, ob man das anständig zeigen kann. Also das ist hier keine Krümmung der Linse, sondern das ist tatsächlich... Also, Schotten dicht machen. Halt. Ja, diese Schotten, ne? Das ist sowas und die hängt irgendwie nur noch an einem Scharnier. Mein Auto steht zwar nicht ganz drunter, aber ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Ach, hier der Teil. Hier sehen die Decken okay aus. Und drüben der Boden nicht so. Erinnert mich an den Lost Place, wo ich schon war. Dass jemand aussieht wie so ein Angler. Mal sehen, ob ich das Video verlinke, wenn ich dran denke. Da sah es auch so aus, war cool eigentlich. Das Wetter war auch so. Ach, das ist hier einfach nur geil. Hier unten in Twins nichts. Ach, die haben sie mit einer Schnur festgemacht, die Tür. Sonst würde sie wahrscheinlich auch schon wegfliegen. So, ein bisschen frage ich mich, ob das hier eigentlich alles Wohnraum war und die haben irgendwie das Zeug noch rausgenommen oder ob das. Das ist Kornboden, schätze ich. Oder so. Wo kommen wir da hin? Trau mich nicht. Geh du mal. Also wenn ich nicht wüsste, dass das da hier alles so ein Pfusch ist, würde ich jetzt da hier reingehen. Das sieht richtig cool aus. So, von dem Raum hier hinten habe ich noch ein Bildchen gemacht. Wo ist jetzt der Fokus hin? Da. Weil das so schön aussah. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt durch hier erst einmal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.